Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Gestern sprach ich darüber, wie man mit biblischer Prophetie umgeht. Heute will ich versuchen, die Inhalte von gestern praktisch anzuwenden. Ich vertrete die Theorie, dass ein im Geiste ausgesprochenes Wort niemals stirbt. Als ich noch ziemlich jung im Glauben war, ich glaube, ich war noch in der britischen Armee im Nahen Osten, hörte ich die Aussage eines jüdischen Gläubigen, von denen es damals nicht viele gab. Er hieß Meyer Perman und war Mitglied des Obersten Rats der Assemblies of God in den USA. Und er sagte, die Deutung von Prophetien sei wie das Zusammensetzen des menschlichen Körpers bzw. des Skeletts. Wenn man dabei Erfolg haben will, muss man mit dem richtigen Teil anfangen. Und er sagte, das richtige Teil ist die Wirbelsäule. Wenn die Wirbelsäule am richtigen Fleck sitzt, kann man die anderen Glieder richtig einfügen. Und selbst nach 50 Jahren habe ich das nicht vergessen. Heute werde ich versuchen, mich mit der Wirbelsäule biblischer Prophetie zu beschäftigen. Meyer Perman sagte, die Wirbelsäule ist Matthäus 24. Und damit wollen wir uns heute Abend hauptsächlich beschäftigen, Matthäus 24. Manchmal übersehen wir die Tatsache, dass Jesus ein Prophet war. Von seinen Zeitgenossen wurde er als Prophet jedoch nicht als Sohn Gottes anerkannt. Er war der größte aller großen hebräischen Propheten. Seine gewaltigste prophetische Rede finden wir in Matthäus 24 und 25. Und auch wenn sie in zwei Kapitel aufgeteilt ist, ist sie doch eine zusammenhängende Rede. Den ersten Teil dieser Rede finden wir auch noch in Markus 13 und in Lukas 21. Ein und dieselbe Rede aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Hierzu ein Vergleich: Wenn hier heute Abend drei Fernsehkameras wären, die sich alle auf mich richten, würden sie alle aufnehmen, was ich sage und tue, jedoch jede aus einem etwas anderen Blickwinkel. Um das Gesamtbild zu bekommen, muss man eigentlich alle drei Kapitel gemeinsam betrachten. Wir haben nicht die Zeit, dies ausführlich zu tun, werden uns jedoch am Rande auch ein wenig mit Lukas 21 befassen. Matthäus 24 beginnt damit, dass Jesus gegenüber seinen Jüngern eine sehr dramatische und erschreckende Aussage macht. Ja, was er hier am Anfang von Matthäus 24 sagt, ist im Grunde wie ein Schlag in den Magen. Es heißt in Vers 1 und 2, und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Ihr müsst wissen, dass König Herodes diesen Tempel in 46-jähriger Arbeit renoviert, erweitert und verschönt hatte. Er galt damals als eines der Weltwunder. Er war auch das Zentrum und Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen und religiösen Lebens des jüdischen Volks. Er war ihr großer Stolz und ihre größte Freude. Als Jesus sagte, was er sagte, war es, wie ich bereits erwähnte, wirklich wie ein Schlag in den Magen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Ich denke, niemand von uns ist in der Lage zu ermessen, wie sehr diese Worte die Jünger trafen. Sobald sie Gelegenheit hatten und mit Jesus allein auf dem Ölberg waren, sagten sie zu ihm, jetzt wollen wir mehr darüber wissen. Deshalb heißt es im nächsten Vers, in Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Fast scheint es, als hätten sie den Eindruck, eine Zerstörung des Tempels wäre eine derartige Katastrophe, dass sie das Ende der Zeit einläuten würde. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die Welt nach der Zerstörung des Tempels überhaupt weiter existieren könnte. Sie meinten wohl, sie würden Jesus nur eine Frage stellen, doch in Wirklichkeit stellten sie zwei Fragen auf einmal. Erstens, wann werden diese Dinge geschehen, also die Zerstörung des Tempels und Jerusalems? Zweitens, was wird das
Zeichen der Wiederkunft Christi und des Endes der Zeit sein? What will be the sign of your coming and of the end of the age? Now Jesus answered both those questions. Jesus beantwortete beide Fragen. Die Antwort auf die erste Frage finden wir aber in Lukas 21. Deshalb gehen wir kurz dorthin und schlagen Lukas 21, 20 bis 24 auf. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn große Not wird über dem Land sein und Zorn über diesem Volk, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Wann werden diese Dinge geschehen? Mit anderen Worten, wann wird der Tempel in Jerusalem zerstört werden? Und Jesus sagte, das ist das Zeichen. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dies erfüllte sich im Jahre 70. Der römische Befehlshaber Vespasian belagerte Jerusalem, umzingelte es mit seinen Armeen und bekam dann aus Rom die Nachricht, man habe ihn zum neuen Kaiser gewählt. Deshalb musste er nach Rom zurück, um dieses Amt zu bekleiden. Deshalb hob er die Belagerung Jerusalems vorübergehend auf und die Armeen zogen sich zurück, jedoch nur vorübergehend. Doch alle Juden in Jerusalem, die Jesus als Propheten Gottes anerkannt hatten, begriffen die praktische Bedeutung dieser Worte und flohen aus Jerusalem in eine Stadt namens Pella am Ostufer des Jordan. Etwas später nahm Vespasians Nachfolger Titus die Belagerung wieder auf, zog seine Armeen zusammen und belagerte Jerusalem, bis die Worte Jesu exakt eingetroffen waren. Die ganze Stadt wurde zerstört. Der ganze Tempel wurde so verwüstet, dass kein einziger Stein auf dem anderen blieb. Im Verlauf dieses Krieges wurden 2 Millionen Juden getötet, 1 Million wurden als Sklaven in die Gefangenschaft verkauft. Es gab damals so viele Sklaven auf dem Markt, dass die Preise für Sklaven fielen und niemand mehr einen kaufte. Diese Worte Jesu erfüllten sich also. Beachtet jedoch, dass die Leute, die die Worte Jesu ernst genommen hatten, ihr Leben retteten. Das ist eine überaus wichtige Lektion aus dieser Begebenheit. Dann sagt Jesus in Vers 23, denn große Not wird über dem Land sein. Welches Land ist damit gemeint? Das Land Israel. Und Zorn über diesem Volk. Welches Volk ist hier gemeint? Das Volk der Juden. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Wie gesagt, hat sich das exakt so erfüllt. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die Zeiten der Nationen, das sind die Zeiten, in denen nichtjüdische Mächte das Land regieren, das Gott Israel von Ewigkeit her gegeben hat. Deshalb umfasst die zweite Hälfte des Verses einen Zeitraum von fast 2000 Jahren bis zur Befreiung Jerusalems von nichtjüdischer Herrschaft. Ein ganz entscheidendes Datum in diesem Jahrhundert ist 1967, der Sechstagekrieg, als das jüdische Volk zum ersten Mal seit fast 2000 Jahren wieder die Kontrolle über dieses entscheidende Gebiet erlangte, das man als die Altstadt bezeichnet. Doch die Prophetie war noch nicht vollständig erfüllt, weil sie den Tempelbereich nicht unter ihre Kontrolle brachten. Sie hätten es tun können, unterließen es jedoch. Dieser Bereich wird nach wie vor von einer muslimischen Moschee beherrscht. Man könnte sagen, wir stehen unmittelbar an der Schwelle, haben sie jedoch noch nicht überschritten. Und dann fährt Jesus ohne Pause fort ab Vers 25, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit.
Immediately after. Damit wird klar, dass unmittelbar nach der Befreiung Jerusalems von nichtjüdischer Herrschaft Jesus selbst zurückkehren wird. Vers 24 deckt also einen Zeitraum von fast 2000 Jahren ab. Er weist jedoch auch darauf hin, dass, sobald Jerusalem von nichtjüdischer Herrschaft befreit sein wird, als nächstes Jesus zurückkehren wird. Will be the return of Jesus.